Guten Tag, Herr Drapney. Ich freue mich, dass Sie den Weg nach Barcelona gefunden haben. Wir haben gestern hier im Goethe-Institut eine Tagung zu Heidegger mit internationaler Beteiligung abgehalten. Da ging es im Wesentlichen um die schwarzen Hefte. Sie sind der Direktor des Martin-Heidegger-Instituts der Universität Wuppertal und sind Herausgeber etlicher Bände der Heideggerschen Gesamtausgabe. Unter anderem eben und zuletzt die ersten Bände dieser schwarzen Hefte. Es sind vier Bände erschienen, die Sie herausgegeben haben und weitere fünf sind in Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind diese schwarzen Hefte? Die schwarzen Hefte sind... Wahrscheinlich ein Genre sui generis. Also es ist sehr schwer zu sagen, was sie eigentlich sind. Es sind keine Tagebücher im persönlichen, in persönlicher Hinsicht, es gibt keine persönlichen Eintragungen. Es gibt auch wenig Datierungen, sodass man nicht genau weiß, wann wann, an welchen Tagen oder in welchen, zu welchen Monaten sie entstanden sind. Sie sind, sind es sind, ich würde um das um das. Um, um es uns leichter zu machen äh, sagen es sind Denktagebücher, die äh, Heidegger zwischen 1931 und 1900 ungefähr 1972 ähm, äh, entstehen ließ, in denen er zumindest was die ersten äh, Jahre betrifft, also die Jahre zwischen 1931 und 1948 äh, die politischen Geschehnisse sehr genau verfolgt kommentiert. Ähm, aber philosophisch kommentiert im Sinne äh, seines, seines Denkens. Seit dem Ende des Krieges, seit dem Ende des Nationalsozialismus besteht äh, und wird geführt eine, eine Debatte um die Frage, inwieweit Heidegger mit dem Nationalsozialismus sich eingelassen hatte, inwieweit er Antisemit war. Wir wissen, dass er Mitglied der Partei war. Wir wissen, dass er in seiner berühmten Rektoratsrede 1933 sich deutlich ähm, mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt bis in die identifiziert hat. Ähm, die Diskussion, inwieweit er Antisemit war, ist äh, immer geführt worden seit 1945. Welche neuen Einsichten ähm, können wir aus der Lektüre der schwarzen Hefte ähm, Ziehen, insbesondere jetzt dieser ersten Bände, die ja genau aus den Jahren 32, 33 bis, glaube ich, 48 ist, das vierte, ähm, ähm, ist der vierte Band. Was ist daraus diesbezüglich zu entnehmen und welche neuen Einsichten äh, können wir gewinnen? Wir können über all diese Fragen äh, sehr vieles gewinnen und zwar wissen wir nun doch wesentlich genauer wie sich ähm, Heideggers politisch-philosophische Entwicklung zwischen 1931 und 1948 gestaltet hat. Wir sehen, dass ähm, in der Tat schon äh, vor dem Rektorat Heidegger gewisse Bedenken hat äh, für sein Engagement. Wir sehen aber auch, wie sehr er dann, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, wie sehr er sich darauf eingelassen hat. Wir sehen aber auch, wie schnell er das auch wieder fahren gelassen hat, also dieses unmittelbar universitätspolitische Engagement. Wir sehen dann aber auch, dass er zum Beispiel eine Unterscheidung macht, die wir vorher nicht so im Blick hatten. Er unterscheidet einen Vulgären von einem geistigen Nationalsozialismus. Wobei man jetzt den Eindruck hat, dass also er zunächst einmal in den Jahren 34, 35, 36 äh, doch daran interessiert war, äh, an diesem geistigen Nationalsozialismus zu arbeiten. Wir sehen dann aber wiederum auch, dass er 37, 38 sehr stark auf Distanz geht, jedenfalls philosophisch auf Distanz geht, im Verhältnis zum faktischen Nationalsozialismus. Wir müssen dann leider sehen, dass er nach 1938 bis 1946 47 antisemitische meines erachtens antisemitische äh, Gedanken in äh, diesen äh, Denktagebüchern auftreten lässt und wir sehen äh, dann äh, auch dass er äh, 1945 46 äh, keineswegs äh, unmittelbar bereit ist äh, die Verbrechen äh, des Nationalsozialismus bzw. der Deutschen anzuerkennen, äh, sondern dass er äh, mit diesem Bruch, äh, der also für ihn auch natürlich ein, ein, ein Bruch in seiner Biografie dargestellt hat, 1945, langsam anfängt, sich neu zu erfinden und dass das ein sehr zäher Prozess ist. Wir sehen äh, auch, das haben Sie schon erwähnt, etwas nicht, nämlich dass er ähm, nach 45 für sich ein klares Wort über die Shoah findet und äh, vielleicht seine ähm, antisemitischen Passagen irgendwie korrigieren würde. Das sehen wir unglücklicherweise nicht. Ähm, Sie sagten, dass also zwischen 37, 38 bis 45 ähm, verschiedene, etliche Passagen. Antisemitischen Inhaltes in diesen schwarzen Heften zu finden sind. Wie ist damit in Einklang zu bringen, dass Heidegger sowohl in den 20er Jahren als auch nach dem Krieg wieder in den 50er und 60er Jahren Kontakt zu vielen jüdischen Philosophen hatte, Schüler hatte? Insbesondere ist Hannah Arendt zu nennen, die nach dem Krieg, sie war ja nach Amerika ausgewandert, explizit den Kontakt zu Heidegger wieder aufnahm. Ähm, wie passt das zusammen? Ähm, einerseits aus seiner Sicht, wenn er antisemit war, warum suchte er und unterhielt diese Kontakte? Andererseits aus der Sicht von jemandem wie Hannah Arendt, ähm, die 1956 ähm, wieder in Kontakt zu Heidegger trat, sich mit ihm traf und sich mit ihm austauschte brieflich bis in die 70er Jahre, bis zu ihrem oder seinem Tod. Das ist ein sehr komplexes Thema, äh, weil es äh, auch in die äh, psychologische Dimension äh, des Antisemitismus bzw. vielleicht auch äh, des Rassismus hineinragt, obwohl äh, wir äh, sagen müssen, dass äh, Heideggers Antisemitismus keine biologische rassistische, also im nationalsozialistischen Sinne Qualität hat, sondern dass äh, wir es hier mit einem äh, philosophischen, äh, philosophisch ausgearbeiteten, wenn es das gibt, ähm, äh, Antisemitismus zu tun haben, äh, in dem äh, antisemitische Stereotype transformiert werden in äh, heiliges Denken, äh, wie es sich zu dieser Zeit gestaltet hat. Ähm, wobei wiederum noch hinzugefügt werden muss, dass ähm, es höchstwahrscheinlich so war, dass heidegger selbst äh, nicht äh, keineswegs wohl gedacht hat, dass es sich dort um, um antisemitische gedanken äh, handelt. was allerdings eben doch auch äh, durchaus typisch ist für bestimmte antisemitische positionen, typisch für antisemitische äh, positionen ist auch, dass man äh, stets unterschieden hat zwischen einem allgemeinen theoretischen Antisemitismus und persönlichen Verhältnissen zu jüdischen Bekannten. Es war, also Hannah Arendt spricht davon Ausnahme-Juden, nicht wahr, dass man, dass man als Antisemit immer gesagt hat, naja, im Allgemeinen sind eben die Juden so, aber Sie oder du, äh, selbstverständlich, hast damit gar nichts zu tun. Das ist ähm, in der Psychologie des Antisemitismus äh, typisch. Sie haben nicht nur die äh, schwarzen Hefte veröffentlicht, editiert ähm, und sind immer noch dabei, sondern Sie haben auch ein äh, Buch geschrieben und veröffentlicht in Deutschland vor zwei Jahren. Auf Spanisch ist das jetzt erschienen. Jetzt, ähm, es ist auf Deutsch der Titel Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Auf Spanisch Heidegger el mito de la conspiración mundial de los judíos, in dem sie versuchen genau auf dieses Thema einzugehen. Das ist ein Buch von 200 Seiten. Wie ist dieses Buch in Deutschland aufgenommen worden? Wie ist es international aufgenommen worden? Wie reagiert die Heidegger-Gemeinde? auf dieses Buch, wie reagiert die Gruppe der Heidegger Feinde auf dieses Buch. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ich habe in diesem Buch äh, versucht, ähm, relativ äh, genau ähm, zu rekonstruieren, äh, in welchem Kontext äh, die antisemitischen Äußerungen äh, im Rahmen des heideggerschen Denkens äh, gehören. Äh, ich habe mir mühe gemacht, da äh, differenziert äh, umzugehen, äh, vorzugehen, äh, insofern als ich äh, äh, weder eine, eine, eine verteidigungsschrift äh, verfasst habe äh, noch eine äh, anklageschrift. es ist also meiner Ansicht nach der nüchterne Versuch, relativ nüchterne, soweit man da bei diesem Thema nüchtern sein kann, nüchterne Versuch darzustellen, was da geschehen ist. Insofern ist das Buch in der Öffentlichkeit meines Erachtens freundlich begrüßt worden. Kritisiert äh, worden ist es, äh, das ergibt sich dann schon aus dem eben dargestellten Charakter, ist es von, von denen, die äh, Heidegger nun erledigt, äh, erledigen wollen oder ihn für erledigt halten. Von denen ist es stark kritisiert worden, äh, als auch äh, von, den, äh, von den Verteidigern, die es äh, auch äh, noch gibt, die also ähm, dieses Buch äh, ja zum Teil mit äh, durchaus auch gehässigen Gesten verfolgt haben. Sie sagten vorhin, dass der Antisemitismus Heidegger's ein philosophischer Antisemitismus war oder genannt werden kann. Das würde bedeuten, dass seine Philosophie auf antisemitischem Grund steht. Dennoch waren sich in dem gestrigen Kongress Heidegger-Spezialisten wie Richard Polt oder Adriano Fabris oder Jesus Adriano Escudero hier aus Barcelona einigt, dass man weiterhin Heideggers Philosophie ähm, lesen werde. Was bleibt von seiner Philosophie, wenn wir diesen Antisemitismus, den philosophischen Antisemitismus, ernst nehmen? Was wird von dem Philosophen Heidegger auch in Zukunft nach dieser kritischen Betrachtung bleiben? Was bleiben wird, ist äh, meines Erachtens zweierlei. Ähm, zunächst einmal wird bleiben, dass ähm, äh, Heidegger einer der äh, zentralen äh, äh, Gestalten, der philosophischen Gestalten des 20. Jahrhunderts äh, gewesen ist, mit einer unglaublichen Wirkungsgeschichte. Diese, diese Wirkungsgeschichte wird, kann nicht ausradiert werden. Das heißt also, dass... Derjenige, der sich mit der Philosophie des 20. Jahrhunderts beschäftigt oder beschäftigen möchte, dass er zwangsläufig auf Heidegger stoßen wird und äh, das wird auch in Zukunft so sein. Die andere Sache ist die, ich glaube, dass Heidegger, äh, dass uns, Heidegger, in, 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 dass Heidegger uns zeigen kann, was Philosophie im Sinne des Philosophierens bedeutet. Heidegger hat selbst stets betont, dass er ein denker sei, dass, er, dass, er, dass, es, dass es bei ihm nicht mehr um philosophie ginge, sondern um denken, und dass es um diesen vollzug geht, also dass es beim denken nicht darum geht, irgendwelche werke zu schaffen, äh, irgendwelche vergegenständlichen objekte, philosophische objekte hier, ein, ein schönes buch oder so etwas, äh, zu produzieren, sondern dass es äh, darum geht, äh, im denken, zu leben und äh, lebend, lebendig zu denken.